Tja, und von daher passt der Rahmen, das Stadion an der Hammerstraße in Münster. Picke, packe, voll. 11.744 sind gekommen, der Heimbereich bis zum Saisonende. Ausverkauf, 1.200 passen rein in den Gästeblock. Die sind auch komplett voll. Und Elas, Kutschke, Will, die sehen wir nicht. Dafür aber Meißner, Hermann und Bünning in der Startelf. Von Markus Anfang, der sich noch freundlich begrüßt hat mit Sascha Hildmann. Rein ins Spiel, die ersten 10 Minuten. Die Spieler noch nicht so ganz hochgefahren, genauso wenig wie die Optik unseres Kameramanns. Aber das ändert sich dann in Kürze und es gibt den ersten Freistoß. Ahmed Arslan findet nämlich den neuen Innenverteidiger Bünning. Und da klatscht's ans Gebälk. Die erste richtig gute Aktion in Spielminute 13, Kopfstoß Bünning. Und da war Maximilian Schulze-Nius mit der Handschuhnaht wohl noch dran. Prima Parade und jetzt Dynamo Dresden richtig gut drin in der Partie. Wieder Bünning auf Ahmed Arslan. Kleine Pirouette und dann knapp am Kasten vorbei. Wobei wir sehen werden, so knapp war es gar nicht. Trotzdem von den hochgelobten Münsteranern bislang noch überhaupt gar nicht zu sehen. Sascha Hildmann, der sich so locker präsentierte vor diesem Duell, versinkt da auch erst einmal in seinem Stühlchen, kann nicht wirklich zufrieden sein. Aber nach der Hälfte des ersten Durchgangs, da geht es dann mal nach vorne aus seiner Sicht. Bouchamar wird gesucht, Badmatz ist das und dann wieder Bouchamar. Der sieht Joel Grodowski und das ist sie dann die gefährlichste Torannäherung von Preußen Münster in den ersten 25 Spielminuten. Kurz darauf wieder ein Freistoß, wieder Arslan, der Mann der Standards. Und der sucht wieder Bünning. Bünning allerdings geht zu Boden und beschwert sich. Und wir schauen dann noch mal. Das ist nichts Wildes, nichts Großes, aber es gibt eben diesen klitzekleinen Zupfer. Und da darf sich Scherder dann am Ende nicht beklagen, wenn es einen Pfiff gegeben hätte. Kurz darauf die nächste Ecke und wieder Scherder im Getümmel. Dieses Mal Jakob Lemmer am Boden. Kümmern wir uns gleich drum, denn zunächst einmal die Dresdner mit der zweiten Welle. Da haben wir auch mal Torhüter Kevin Broll, der bislang gar nicht eingreifen musste. Dann allerdings im Spielaufbau der Fehler. Und jetzt sehen wir das Münsteraner Spiel. Schnell, schnörkellos und direkt nach vorne mit Grodowski. Und da ist fast noch Glück dabei, dass Lars Bünning im Zentrum mit der Stiefelspitze nicht an den Ball kommt. Aber was war das zuvor im 16-Meter-Raum der Münsteraner? Da sehen wir Scherder und der trifft nicht den Ball, sondern nur das Schienbein von Jakob Lemmer. Das hätte Elfmeter geben müssen. Und das sehen wir jetzt auch noch mal richtig gut. Kein Ball, nur Schienbein, tock. Und das ist ein Elfmeter. Den gibt es aber nicht. Und somit bleibt es auch weiterhin beim 0:0. Dresden allerdings unbeeindruckt, macht das richtig gut im Vorwärtsgang. Allein sie treffen den Kasten nicht, spielen sich aber den Ball fein hin und her. Und dann gibt es den Abschluss noch einmal kurz vor dem Halbzeitpfiff. Niklas Hauptmann, der neue Kapitän, allerdings scheitert an Schulze-Nius. Stimmung ist gut. Der Rasen ganz frisch verlegt, nach 12 Jahren mal wieder. Noch nicht wirklich angewachsen, hat schon ein paar Löcher abbekommen. Rein in Durchgang Nummer 2. Ecke für Dynamo Dresden. Und Luca Herrmann mit der Breitseite. Eben nicht Sekt oder Selters Vollspann, sondern irgendwie eine Medium-Variante. Kurz darauf Münster. Mal mit einem Standard. Der kann zunächst gelöscht werden. Aber die Gastgeber bleiben in Ballbesitz. Bouchamar holt sich das Leder, wird unterstützt von Lorenz. Lorenz nimmt Maß, findet Badmatz und der Kopfball, der landet tatsächlich im Kasten. Das 1:0 in der 52. Minute aus heiterem Himmel im so trüben Münsterland. Natürlich die Freude riesig beim Anhang, ganz klar. Und dieser Kopfstoß, egal aus welcher Perspektive man es betrachtet, der ist nicht zu parieren. Kevin Broll bislang beschäftigungslos. Jetzt muss er die Nuss aus dem Netz holen. Aber der Trainer, der Dresdner, Markus Anfang, der schimpft. Und wir müssen uns dann noch mal eine Szene unmittelbar vor der Flanke anschauen. Luca Herrmann mit Luca Bazzoli. Hier sehen wir es. Bazzoli orientiert sich nur zu Herrmann. Vollkommen unnötig. Der Schiedsrichter, er sieht es nicht. Dieses Sperren, dieses Blocken, dieses leichte Rempeln
Ein Fall, über den man sicherlich diskutieren kann, auch wenn es unterm Strich vielleicht dann auch etwas zu wenig ist für einen Freistoßpfiff. Jakob Lemmer auf der anderen Seite macht das dann richtig gut und Robin Meissner bleibt hängen an Simon Scherder. Dresden versucht schnell das 0:1 zu egalisieren. Verdient wäre es allemal. Und es ist ja auch noch ein bisschen Zeit auf der Uhr. So ein halbes Stündchen rund haben sie noch. Jetzt mal wieder Münster. Das Spiel insgesamt auch deutlich besser geworden. Kehre war ist das mit Sebastian Mrofza im Zusammenspiel. Und schon wieder geht ein Aufschrei durchs Stadion. Dieses Mal aufgrund eines vermeintlichen Handspiels der Dresdner. Da kümmern wir uns gleich drum. Erst einmal allerdings der Tempo-Gegenstoß. Und die Dresdner, sie ackern, sie rackern, sie kämpfen. Und Arslan will den Ball. Arslan bekommt den Ball. Aber Arslan kommt nicht dran. Der Ball rupft dann etwas unglücklich auf. Mrofza auf der anderen Seite. Und da sehen wir, wie der Ellbogen schon ein kleines Stückchen rausschnellt von Jakob Lewald. Da hätte sich wiederum Dresden nicht über einen Pfiff beschweren dürfen. 80 Minuten gespielt. Dresden macht das Spiel, Münster sorgt für Entlastung und führt ja auch. Und da haben wir Dominik Stetschik, spitzer Winkel. Und er verzieht damit die Entscheidung definitiv vertagt. Die Fans, die würden gerne schon in den Feiermodus umschalten, aber noch ist sehr viel Zeit auf der Uhr. Auch wenn wir in der 90. Minute sind, es gibt zudem noch eine üppige Nachspielzeit. Vorher allerdings gibt es einen Freistoß, denn Robin Meissner gefällt von Luca Bazzoli. Der will zwar nicht wahrhaben, aber für Ahmed Arslan ist das eine enorm gute Freistoßposition. Der Freistoß allerdings enorm schlecht und deswegen bleibt es erst einmal beim 0:1 aus seiner Sicht. Rein in die Nachspielzeit. Alles wird natürlich nach vorne geworfen und plötzlich rutscht der Ball durch zu Meissner. Schulze Niehus pariert. Da war sie, die dicke Gelegenheit für Meissner. Aber Schulze Niehus macht das gut. Jetzt auch Keeper Broll mit vorne. Der kommt sogar fast an den Ball und am Ende ist dann der Ball weg. Ein Münsteraner liegt drauf, der Pfiff bleibt aber aus und dann wirft sich Schulze Niehus auf den Ball. Und der Schiedsrichter zeigt an, hier wird nichts abgepfiffen, kein indirekter Freistoß, auch kein Handspiel hat er erkannt. Und somit bleibt es beim 1:0 für Preußen Münster. Ein Spiel, wo es über viele, viele Situationen zu diskutieren gilt. Am Ende aber tanzt nur einer und das ist Sascha Hildmann. Er freut sich über ein 1:0 der Preußen. Wir haben im Prinzip das ganze Spiel gemacht und Münster macht mit einer Aktion das Tor und gewinnt das Spiel. Ja, momentan ist es halt so, dass das Momentum auf der Münsteraner Seite war und wir einfach diese Chancen auch hinten raus nicht genutzt haben. Dresden wieder mal besser, aber wieder ohne Zählbares. Und somit werden die Dynamos langsam aber sicher vom Gejagten zum Jäger.